Herzlich willkommen zu Patrick's Gaming. In diesem Video zeige ich dir, wie du die Story-Mission Maximale Feuerkraft im Zombie-Modus von COD MW3 abschließen kannst. Und hierfür musst du zum einen eine deiner Waffen auf die dritte Stufe punchen und zum anderen mit dieser dann anschließend 100 Zombie-Kills erzielen. Außerdem musst du den Gegner Megabombe mit der auf Stufe 3 gepunchten Waffe ausschalten. Und bevor du die Runde startest, habe ich noch ein paar Tipps für dich, mit welchen du dir die ganze Sache vereinfachen kannst. Letzten Endes kannst du auch einfach so in die Runde starten, solltest du aber die Möglichkeit haben, einen Ätherkristall zu craften, würde ich dir für diese Story-Mission dazu raten, diese Hilfestellung zu nutzen. Vielleicht hast du aber auch noch einen Ätherkristall in deinem Lager, so wie ich gerade im Video. Und nachdem du ready bist, kannst du direkt zum Rundenstart eine deiner Waffen auf die erste oder zweite Stufe punchen. Das hängt dann von der jeweiligen Qualitätsstufe des Ätherkristalles ab. Das Praktische an dieser Herangehensweise ist natürlich, dass du auf diese Weise einiges an Zeit einsparen kannst, da du keine Punkte für das erste bzw. zweite Pack-a-Punch-Upgrade ausgeben musst. Und nachdem du eine Stufe 2er Waffe besitzt und du 15.000 Punkte erhalten hast, machst du dich jetzt auf den Weg in das Level 3er Gebiet, um deine Waffe auf die dritte Stufe zu punchen. Nachdem du jetzt über eine Stufe 3er Waffe verfügst, schaltest du jetzt erstmal 100 Gegner aus. Und ob du diese Kills im Level 3er oder Level 1er Gebiet erzielst, spielt für den Fortschritt der Story-Mission übrigens keine Rolle. Zu guter Letzt musst du jetzt noch Megabombe besiegen und hierfür begibst du dich zu dem jetzigen Spot auf der Karte. Und um die ganze Sache zu vereinfachen, macht es natürlich Sinn, Megabombe mit einem Trupp zu eliminieren. Und nachdem du am jetzigen Spot angekommen bist, kannst du im Normalfall immer auf Megabombe treffen, indem du ein bisschen nach vorne über diese Brücke läufst. Und nachdem du Megabombe mit einer auf die dritte Stufe gepunchten Waffe gekillt hast, erhältst du auch direkt die Benachrichtigung, dass du die letzte Aufgabe dieser Story-Mission abgeschlossen hast. Und mit diesen Worten nähern wir uns auch schon dem Ende des Videos. Wie gewohnt kannst du den Platin-Guide zu COD MW3 unten rechts im Video anwählen. In dem Sinne, mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!